in der blauen Ecke. 41 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 107 Kilogramm schwer. Er hat heute sein Profi-Debüt als Boxer. Erfolgreich als Kickboxer seit vielen Jahrzehnten. Er kommt aus Hamburg, ist eine Ecke. Arthur, Kalataya und Marseille. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Kamran Aminzadeh. Sein Gegner in der roten Ecke ist 28 Jahre alt, 1,97 Meter groß, 111 Kilogramm schwer. Seine Bilanz als Profiboxer: 3 Kämpfe, 3 Siege, dreimal durch Knockout. In seiner Ecke seine Trainer und Robert Harutunjan, seine Brüder Kevin und Andy. Herzlich willkommen aus Hamburg, Ben Fresh Art. Bereit. So, let the fight begin! So, Kai Petzmann verlässt hier schnurstracks den Ring. Runde 1, Runde 2! Damit er nicht hier zwischen die Fäuste kommt, so wollen wir sehen, was dieses Hassduell tatsächlich bringt, ob es so schlimm wird. Adwubi mit der langen Führungshand und Kamran Aminzadeh wird versuchen, an dieser Führungshand vorbeizukommen und den Adwubi da so zu treffen, dass er ins Wackeln kommt. Beide standen hier schon mal gegenüber beim MMA. Da hat Aminzadeh gewonnen, knapp nach Punkten. Und jetzt will der Adwubi das umdrehen. Natürlich 20 cm knapp. Größenunterschied, schwerer ist er auch, der Adwubi, längere Arme hat er. Also eigentlich liegen alle Vorteile bei ihm. Ben Adwubi soll ja so langsam aufgebaut werden hier im Universum Boxstall. Aber wenn er tatsächlich eine Chance haben will auf internationaler Bühne irgendwann mal, dann muss er heute hier eigentlich überzeugen. Nichts gegen Kamran Aminzadeh. Kommt er nicht ran. Kopf nach vorne. Ohne harte Treffer für Aminzadeh, aber der gibt es schnell nicht auf. Da bin ich überzeugt. Der kämpft hier um sein Leben. So, erste Runde war noch gar nicht so schlimm, wie alle befürchtet haben. Zweite Runde. Publikum ist auch anständig bis jetzt. Ja,
Raus aus der Ecke. Ja, Deckung. Hört sich hart an, ist aber Deckung. Also die ganz großen Ideen hat der Adwubi auch nicht. Mal ran auf den Körper, zwei auf den Körper, dann einen zum Kopf, dann Aufwärtshaken mal einstreuen. Nicht nur so aus dem Arm raus, die Dinger da reindrücken. Da kriegt er den Amin Sadeh nicht runter. Das ist ein Eisenfresser. Aber ist alles so einfach. Da hat seine Deckung so einigermaßen im Griff, da der Amin Sadeh. Und die Schläge sind nicht hart genug von Al-Hubi. Ja, bislang fast der schlechteste Kampf des Abends. Dritte Runde. Die Frage ist, wie steht es um die Kondition von Kamran Amin Sadeh? Das ist die Frage. Macht er ja gut hier mit der Führungshand, dass er die immer wieder bringt. Aber da muss die Rechte halt auch mal nachgefeuert bekommen. Versuchen, als Cross zu schlagen über die Führhand von Amin Sadeh. Glück gehabt jetzt, dass die Rechte vorbeigeschossen ist. Naja, der Kamran Amin Sadeh, der ist ein bisschen überfordert jetzt, was die langen Arme angeht von Ben Adwubi, Ben Fresh. Kein Unterschied zum MMA, da kann man den Gegner mal zu Fall bringen und dann kann man liegt er am Boden, dann gibt es ja Würgegriffe und weiß ich was alles. Aber hier muss er halt stehenden Fußes den Typen bekämpfen. Naja, bleibt in der Ecke stehen.
Jawohl. Also er teilt hier seine Kräfte wirklich extrem ein, der Gute. Also der Punkt, da führt er natürlich, der Ben Fresh Agubi aus Hamburg. Oh Mann. Schwere Rechte dabei und jetzt geht er runter, muss er runter. Die hatten ganz schön durchgeschüttelt, aber ich glaube, das ist eine Kombination aus fehlender Luft und Schlaghärte. Ja, der kommt nochmal, oder? Ja. Das hat er Glück gehabt, dass der Gong auch noch kommt. Aber da ist er ganz schön erschüttert worden, der Amin Zadeh. Bin ich gespannt, ob er das in einer Minute wieder geregelt kriegt. Nee, Kampf ist vorbei, wenn ich den Ringrichter richtig interpretiere, oder? Ja. War mal vernünftig in der Ecke von Kamran Amin Zadeh, wenn man sagt, nee, bringt nichts. Komm. Geht mal auf, du hast zu viel kassiert. Hast eigentlich keine Chance gehabt. Ja, bringt natürlich, da war's. Der bringt natürlich alles mit, was ein guter Schwergewichter haben muss, der Ben Agubi. Wir kommen zur Urteilsverkündung. Zuletzt des heutigen Abends Sieger durch technischen Knockout, durch Abbruch in der dritten Runde. Herzlichen Glückwunsch, Ben Fresh Agubi! Na also, geht doch, ohne dass man sich beißt. Da wieder finden gerade ein kleines Friedensgespräch statt. Sehr schön. Ja. Alles gut.